In den letzten Videos habe ich euch ja einige große Hardboxen vorgestellt. Wunderschöne Cover und meist eine DVD drin, aber auch mal eine Blu-ray. Und die Cover sind ja meist angelehnt an die Videokassetten. Und deshalb würde ich sagen, schauen wir uns doch heute mal Original-Videokassetten an. Hallo liebe Musik- und Filmfreunde, herzlich willkommen hier zurück bei Music and Cinema. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn euch die Themen Musik und Filme interessieren, gerne den Kanal abonnieren, denn dann habt ihr die Garantie, dass ihr kein Video mehr verpasst. Und wie ihr wisst, gibt es ja immer viel zu entdecken bei uns. Ja, vor einigen Tagen haben wir uns ja die großen Hardboxen angeschaut. Und ihr wisst ja, die Cover sind wunderschön und oft in Videokassetten nachempfunden. Und deswegen habe ich mir gedacht, schauen wir doch heute mal Original-Videokassetten an. Wir machen eine kleine Zeitreise zurück in die 80er Jahre und sehen, was damals alles so auf den Markt kam. Und ich kann euch versprechen, einige Filme sind mittlerweile total unbekannt. Die kennt echt kein Mensch mehr. Aber ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Ja, los geht es mit dieser schönen Pappbox. Die Aasgeier kommen. Ein Kriegsfilm. Und auf der Rückseite natürlich interessante Bilder. Und die Handlung wieder zu sehen. Diese Kassette war damals bei Videoplay mit dabei. Das war eine Videozeitschrift und da gab es auch oft Kassetten. Und hier ist er, unser liebster Außerirdischer, Alf. Und diese Kassette war damals, man glaubt es nicht, bei Bild mit dabei. Hier seht ihr schon, auch Bild hat damals Videokassetten auf den Markt gebracht. Diesen Horror-Klassiker kennt natürlich jeder, Amityville Horror. Das schöne alte Cover aus der Videozeit. Wunderbar, interessante Bilder und die Handlung. Und weiter geht's natürlich mit Amityville 2, der Besessene. Angst im Super Express. Diesen Film kenne ich eigentlich gar nicht. Zsa Gabor, Peter Lawford und Dick Van Dyke. Sieht aus wie eine Art Katastrophenfilm. Erinnert mich irgendwie an Panik im Tokyo Express. Muss aber ein ganz anderer Film sein. Es sind hier amerikanische Schauspieler dabei. Ich weiß nicht, ob der Film jemals auf DVD oder auf Blu-ray rausgekommen ist. Keine Ahnung. Aber das ist ja das Schöne an den Videokassetten. Dann gibt es hier Arthur 2, Herr des Feuers, ein wunderschöner Fantasy-Film. Und auch hier natürlich knallbunte Bilder auf der Rückseite. So gehört er sich doch für einen Fantasy-Abenteuer-Historienfilm. Und was haben wir hier? Eine italienische Kassette. Ein Amerikaner in Rom heißt der Titel übersetzt. Den Film kenne ich natürlich nicht. Da ich nicht Italienisch spreche, ist die Kassette auch noch original verpackt. Und weil wir gerade bei ausländischen Kassetten sind, James Bond, die Welt ist nicht genug, hier eine spanische Kassette. Sehr schönes Motiv. Ist glaube ich auch von der DVD her bekannt. Aber die Rückseite ist auf jeden Fall sehr schön gestaltet. Pierce Brosnan als James Bond. Genau. Dann wieder ein sehr interessanter Film, Das Auge, eine Art Psychothriller würde ich mal sagen. Und hier auf der Rückseite kommen wir auch schon zu den Nachteilen dieser Videos. Nämlich, hier steht zum Beispiel neue Videofassung. Und ihr könnt euch vorstellen, die ist natürlich nicht besonders lang, sondern die ist gekürzt, ca. 71 Minuten. Leider nur eine gekürzte Fassung. Also, Cover total schön, Film absolut gekürzt und das ist echt schade. Aber richtig schöne Cover hat immer Marketingfilm gemacht. Bad Man's River. Ein richtig klassisches Marketingfilmcover. Sieht wirklich super aus. Auch hier auf dem Spine. Wunderbar. Und die Rückseite, wie man sie halt kennt von den Marketingvideos.
Einfach richtig schön gemacht. So macht das Freude. Und ein Science-Fiction-Klassiker, den auch jeder von uns kennt. Ich glaube, das ist die amerikanische Original-VHS. Barbarella, Queen of the Galaxy. Superschönes Cover, toller Film. Macht echt Spaß. Und hier ist sie, Barbarella Jane Fonda. Dann geht's weiter mit einem weiteren Klassiker, Barbarian Queen. Auch ein toller Fantasy-Historien-Barbarenfilm, würde ich mal sagen, mit einer tollen Hauptdarstellerin. Hier geht's richtig zur Sache. Aber so mögen wir das doch. Kleopatra und die tollen Römer. Sieht ja auch recht interessant aus, dieses Cover. Und ich glaube, auch hier handelt es sich um eine gekürzte Fassung. Oh nein, hier steht sogar ungekürzte Fassung. Man glaubt es ja gar nicht. Tatsächlich. Das ist aber echt die Ausnahme. Und hier ein Film, den es meines Wissens weder auf DVD noch auf Blu-ray gibt. Deckname Skorpion. Das Cover sieht ja absolut interessant schon mal aus. Und ich glaube, es ist auch wirklich ein guter Actionfilm. Die Bilder auf der Rückseite versprechen natürlich einiges. Superschön. Und dann haben wir wieder eine italienische VHS. Wie gesagt, leider kann ich die Sprache nicht, aber wenn ich solche schönen Cover in die Sammlung kriege, dann muss ich natürlich zuschlagen, ganz klar. Ja, und weiter geht es mit einem Film aus unserer Jugend, den wir alle mal gesehen haben, natürlich Eis am Stiel und hier der vierte Teil. Wunderbar, zeitlose Teenie-Komödie, tolle Musik, einfach klasse. Und natürlich tolle Hauptdarstellerinnen. Sibylle Rauch ist ja mit diesen Filmen bekannt geworden. Hier ist sie übrigens zu sehen, Eis am Stiel, vierter Teil, Hasenjagd, Zacki Neu, Sibylle Rauch, wunderbar. Sehr schön, da gab es immer viel zu lachen und tolle Frauen waren auch mit dabei. Dann Fahrstuhl zum Schafott mit Nino Ventura. Auch hier ein sehr schönes Cover. Und es handelt sich natürlich um einen Schwarz-Weiß-Film, deswegen hier auch nur Schwarz-Weiß-Bilder auf der Rückseite. Und wieder ein wunderschönes Marketing-Cover. Der Fan mit Desiree Nosbusch. Das war ja damals der Skandalfilm überhaupt. Und Marketingfilm brachte den Film natürlich gleich als Kassette raus. War damals ein echter Verkaufsschlager. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, ist der Film ja nichts Besonderes. Aber auf jeden Fall, man sieht halt viel aus der Zeit damals. FBI jagt Phantom, auch hier verspricht das Cover etwas mehr als der Film halten kann. Eigentlich ist es ein überdrehter Science-Fiction-Film. Aber auf jeden Fall knallbunt und macht einfach Spaß. Hier war Richard Kill mit dabei, der Beißer aus den Bond-Filmen. Und ich glaube, hier war auch dabei George Nader. Genau, richtig. Unser Jerry Cotton. Ja, und was es damals auch noch gab? Hier gab es so eine richtige Kassettensammlung. Und zwar wurden damals alle Filme, die neu ins Kino kamen, die Trailer konnte man damals ja bei YouTube noch nicht anschauen, das gab es ja damals alles noch nicht, das gab es auf Videokassette. Bei jedem Heft, bei jedem Cinema-Heft war eine Videokassette dabei, zum Beispiel hier, Filmhits 94. War natürlich massig Werbung, ist ja ganz klar, aber irgendwie musste das Ganze ja auch finanziert werden. Auf jeden Fall sehr interessant aus heutiger Sicht, sich die Trailer mal anzusehen. Wunderbar. Tolle Filme kam man damals ins Kino. Star Trek natürlich auch zeitlos, ganz klar. Wirklich eine sehr schön gemachte Serie. Ja, das war's auch schon für heute. Wenn das Video für interessant für euch war, wenn ihr mehr sehen wollt, VHS-Kassetten, Hardboxen, sonstiges, bitte einfach in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich sagen, schaltet demnächst wieder ein, würde mich sehr freuen. Macht's gut und bis bald.